Leute, willkommen zurück zu Crastoria, meiner Factorio-Serie. Zumindest der aktuellen. Und heute werden wir noch bequemer, als wir eh schon sind. Und letztes Mal haben wir Logistikkisten erforscht, so dass wir heute die passive Anbieterkiste haben und die Anforderungskiste. Und das heißt, wir bauen heute eine Mall, ein Einkaufszentrum. Dafür müssen wir aber zuerst mal sicherstellen, dass wir hier auf dem Bus auch die Materialien anbieten, die wir dann eventuell irgendwann mal brauchen werden. Hier für Kupfer und Eisen packe ich mal solche Kisten hin. Etwas größer. Hinten geht es dann auch wieder raus. Und das gleiche auch für Stahl. Und für alles andere, denke, da tun es normale Anforderungskisten. Ich gehe nicht davon aus, dass wir allzu viel Material... Vielleicht hier von den grünen. Ich hätte Anbieterkisten bauen sollen, nicht Anforderungskisten. Naja, was soll's? Die werden wir vielleicht irgendwo anders brauchen können. Also versuchen wir es nochmals. Ich brauche hier für... Pack ich mal hier den ganzen Krempel rein. Da ich ihn da habe. Das können wir vielleicht hier direkt in die Maschinen reinlegen, welche hauptsächlich Biomaterie brauchen, Biomasse. Denn ich war etwas unterwegs, denn unsere Umweltverschmutzung breitet sich aus. Und hier waren ein paar Nester, die waren ganz knapp dran, da mit rein zu kommen. Und den ganzen Rest, den werfen wir hier rein. Also, probieren wir das Ganze doch nochmals. Anbieterkisten, nicht Anforderungskisten. Hier für die Materialien, die wir auf dem Band haben. Gut, dann...
Auch noch eine solche. Und dann brauche ich ein paar mehr. Immer etwas zu viel Kohle in der Tasche. Wie wenn das etwas Schlechtes wäre. Die sind mal alle platziert. So machen hier definitiv zu wenig Eisen für die Förderer. Und sobald wir das haben, können wir so richtig mit unserer Einkaufsstraße loslegen. Mit all den Kisten hier in der Mitte haben wir einiges an Geblinke, und um dem entgegenzuwirken, brauchen wir ein paar Roboports. Hier unten einen, und dann da oben einen, und das deckt mal das ganze Gebiet hier ab. Wir brauchen hier natürlich auch etwas Saft. Dann läuft unsere Maschinerie auf Hochtouren, um die ganzen Kisten hier zu füllen. Aber was wir hier ja eigentlich dann wollen, ist ein Setup, das in etwa so aussieht. Und sobald ich Anbieterkisten habe, können wir da richtig loslegen. Ich habe auch ein paar Logistikroboter gebaut. Die packe ich gleich mal hier rein. Und was uns da jetzt noch fehlt, ist etwas Strom. Aber das können wir gut mit den Umspannwerken machen. Und die ersten Dinge, die wir automatisieren werden, ist für die Selbsterhaltung. Sprich Kisten
Anbieterkisten, Anforderungskisten, Roboter, Roboports und alles, was wir dazu brauchen. Gut. Wir wollen von Pufferkisten anfordern und den Ausgang beschränken wir grundsätzlich mal auf 4 Stack. Und dann machen wir das mal so. Das heißt, hier machen wir Kisten, hier machen wir Anforderungskisten, hier machen wir Anbieterkisten, hier machen wir Roboparts. Das heißt, wir brauchen Stahlträger und Zahnräder. Für die Zahnräder vielleicht ein bisschen mehr, Stahlträger auch. Gut. Dann hier, da bauen wir die und da bauen wir die. Dann wird das so. Wenn ich jetzt die Hälfte hier reinpacke, dann müssen die ergänzt werden. Und was wir hier wahrscheinlich wollen, ist Roboports unten rum, so dass die die Bots auch laden. Nein, 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 nein. So nicht. Gut. Das war der erste Teil. Zweiter Teil. Persönliche Anforderung. Ich baue momentan das meiste noch mit gelben Fließbändern. Dann stellen wir hier einfach mal gelb ein und die anderen werden dann irgendwann kommen. Ich denke, die kleinen Strommassen, die muss ich selbst bauen. Aber dann hier, ich denke, die gelben sind für das meiste noch ausreichend. Dann hier Logistik. Logistik, was will ich da? Roboports, ja, 10 reichen wahrscheinlich. Dann brauche ich eigentlich nur 20 von den Bots. Dann Rohmaterialien. Eisen. 400. Und 400 Kupfer. Aber auch Untergrundrohre
50 Untergrundrohre und 100 normale Rohre. Dann Maschinen. 50 und 50 von denen und denen werden wir nicht so viel brauchen. Aber ich stelle das alles erstmal ein. Und das gibt uns ein gutes Indiz, was wir denn hier automatisieren müssen. Ich hier und ja, Pumpen und dann wahrscheinlich die. Militär, denke ich mal, 400 sollte genügen. Gut, die initiale sind immer noch dran, und sobald ich hier dann etwas mehr in der Tasche habe, in was ich da noch brauche, definitiv Anforderungskisten, Anbieterkisten, von denen werde ich nicht so viel brauchen. Aber wir haben ja hier schon diverse Dinge anliegen, die wir nicht auf den Bus legen. Und da müssen wir überall noch Anbieterkisten ranmachen. Aber das erst, wenn ich sie auch in der Tasche habe. Jetzt, wo ich ein paar Dinge in der Tasche habe, können wir uns darum kümmern, das ganze Netzwerk zu erweitern, indem wir hier einfach mal rübergehen und beispielsweise die Roboter Frames einfach mal auch in eine Kiste packen. Und inzwischen sind mir sogar die gelben Greifarme ausgegangen. Stellt euch das vor. Und hier können wir mal ein paar Anbieterkissen, das sind die roten, nicht die blauen. Und dann hier drüben. Hier wird es richtig interessant. Und hier stellen wir die ganzen Goodies her, die wir so sehr benötigen. Allerdings
Ganze natürlich auch im Logistiknetz drin sein. Und das dürfte der Großteil sein von dem, was wir hier mit reinpacken müssen. Das heißt, jetzt können wir zurück in unsere Einkaufsstraße, denn da fehlen ein paar Greifarme. Und was wir auch machen wollen, ist so. Dann hier wollen wir den Statistik auslesen. Denn wenn wir zu wenig Roboter im Netz haben, dann wollen wir hinzufügen. Bauroboter ist Z. Z weniger als 20. Und die Logistikroboter, das ist X verfügbare Logistikroboter. X, wenn das weniger als 50 ist, dann wollen wir auch nachlegen. Das heißt, hier wollen wir Logistikroboter. Und da wollen wir Bauroboter. Sehr gut, das scheint zu funktionieren. Das heißt, was ich vergessen habe einzustellen, sind die ganzen Dinge, die ich für die Züge brauche. Ich noch geschwind. Lokomotiven machen wir zwei. Na, eine, denn ich habe typischerweise ja auch nicht mehr weg. Mehr Waggons als für einen Zug. Gut. Das sollte uns das Leben doch um einiges vereinfachen. Blinkt denn da? Ah. Was wir wahrscheinlich jetzt noch brauchen, sind ein paar Pufferkisten. Damit wir all die überflüssigen Materialien auch irgendwo lagern können. Gut, das war's von der Bequemlichkeit und die nächste Folge wird wieder harte Arbeit. Also bis dann und tschüss!